Lugion, der Retter der Namekianer, eilt zur Hilfe. Ich spüre eine gewaltige Kraft, die auf dem Weg hierher ist. Ein feindlicher Angriff. Diese Kraft. Das müssen mehr Saiyajins sein. Ja, zwei Saiyajins mit außergewöhnlicher Stärke. Die Saiyajins sind bekannt als Kriegerrasse. Ein passender Name für ihr kriegerisches Wesen und ihre Fähigkeiten im Kampf. Sie kämpfen eventuell anders als die letzten Saiyajin, die sich auf ihre Werkzeuge verlassen haben. Na dann los. Such die Dragon Balls. Bring sie uns zurück. Und du wirst Geheimnisse verstehen. Ich habe eine Attacke von Whis. Ihr wollt euch mir nicht entgegenstellen. Papa, Papa von Papa Nappa. Komm, Papa Nappa. Parappa de Nappa. Keine Ahnung. Happa Happa? Mach irgendwas mit Appa. Appa Klaas. Also Nappa Klaas. Ja, daraus kann man was machen. Hey Nappa! Tschüss! So, wo ist Vegeta? Da ist Vegeta. Verprügelt die Schnecke. Hey Jeets! Greif an! Ich sag ja, wenn sie trifft, super Attacke. Wenn nicht, scheiße. Okay. Wir nehmen wieder das Kamehameha, weil der Gegner fliegt mir einfach zu weit weg dabei. Das ist irgendwie scheiße. Alter! Ja, ich glaube, jetzt habe ich ihn mal endgültig in einem Strudel gefangen. Wir nehmen wieder das perfekte Kamehameha danach. Aber zunächst... Vegeta! Explodiere! Ach, verdammt. Ist immer so antiklimatisch, wenn das nicht funktioniert. Vegeta! Explodiere! Nichts kann der richtig machen, der Kumpel. So, 7 Dragon Balls einsammeln, das ist doch kein Problem. Wir gehen diesmal mal nach Zahl vor, ne? Das ist die 7. Das ist die 6. Ach, scheiß auf die Zahlen, ich habe gerade keine Lust darauf. Wenn ich jetzt erst anfange, jeden Dragon Ball zu sichten, dann ne. Wenn die schon so einzeln da sind, nur so 2, 3 Stück, dann ist cool, aber so, ne. Ne. Guck mal, ich habe 6, 7, 4, 5. Im Prinzip sortiert er die schon richtig. Nur rückwärts. Und weil er immer den kleineren zuerst einzusortieren scheint, ist das irgendwie falsch gelaufen. Schade. Und ja, ich mache die Goldform auch immer gerne aus, weil die steht zu meinem Schwarz. So, dann kommt als letzter der Einser. Genau andersrum eingesammelt. Super. Finished. You're bound to get stronger. I know it. Bum, bum, bum.
bum, bum. Wir konnten ihrer Zerstörungswut Einhalt gebieten. Dank dir. Mach weiter so. Jedes Mal der gleiche Spruch, Neil. Wird langsam ein bisschen langweilig. Bis später. Der flatternde Schwanz im Wind. Das hier ist jetzt meine Bucht. Verpiss dich, Nummer 18. Andererseits, nein, du kannst hier ruhig verweilen. Mach's dir bequem. Sonnenöl ist da hinten. Wo ich die Bikinis gelagert habe, weiß ich leider gerade nicht. Hallo, Kalifi. Kalif. Xia. Das heißt hier, nicht Xia. Hinten ist Uschi, eine Teleportstation. Ach, da vorne ist eine Teleportstation. Gut zu wissen. Hey, Wiz. Hm? Dann bringen wir die Dinge mal in Bewegung. Es gehört sich nicht, eingebildet zu werden, besonders dann, wenn du schon Aufträge abgeschlossen hast. Sorry. Gegner. Ist klar. Ist klar. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Da werde ich doch verkacken ohne Ende. Enthüllender Angriff. Na, sehen wir uns den mal an. Wir müssen das Kamehameha zurücktauschen. Glaube ich. Kommen sie wenigstens nacheinander oder muss ich sie alle auf einmal besiegen? Natürlich alle auf einmal. Du stürmst nach vorne und umkreist den Gegner, um ihn von hinten anzugreifen. Wenn der Gegner zu weit weg ist, endet der Angriff am Ende des Ansturms. Okay, Leute, Auszeit! Ich will auch mal irgendwas machen. Ich konzentriere mich jetzt einfach mal nur auf Son Goku und hoffe, dass mich der Rest in der Zeit nicht angreift. Aber wie soll er das machen? Weil die meisten verfügen ja irgendwie nicht mehr über Auflade. Doch, über Aufladen. Müssten die eigentlich verfügen, die über Aufladen? Ich weiß es nicht. Ja, verstehe. Ich muss Son Goku damit besiegen. Verdammt, ey! Vier Gegner mit dem Ding besiegen, ja? Okay, einer weniger. Gold Freezer, Super Saiyan Vegeta, Super Saiyan Vegeta. Okay. Cooler oder Freezer? Ich glaube Freezer zuerst. Freezer! Lang nicht mehr gegeneinander verloren. Ich werde mich doch jetzt nicht von euch besiegen lassen, ihr Penner! Dazu bin ich gerade zu gut drauf! Ich brauche nur mal kurz...
Natürlich habe ich den Angriff noch nicht zur Verfügung. Halt still, Freezer! Okay, nur noch Metal Cooler. Das dürfte ja kein Problem sein, oder? Okay, ich hab die Schnauze voll Cooler! You did indeed. Honestly, I believed you would lose that one. That earns you a passing mark. Now, let us go celebrate with something tasty. Of course, my lord. Very good. You were worth all. Ich habe mich vertan. Metallcooler war eigentlich der Schwächste. Fällt mir gerade so im Nachhinein auf. Seine Energie war nicht doppelt und dann gehärtet, sie war einfach nur noch voll. Verdammt, hätte ich mal drauf achten müssen. Scheiße. No, gut gemacht. Eine verblüffende Leistung. Obwohl, hätten die vier besser zusammengearbeitet, wäre das Ergebnis vielleicht anders ausgefallen. Ganz sicher wäre das anders ausgefallen. Aber trotzdem, ich würde sagen, du hast das Zeug zum Genie. Ich freue mich schon wirklich darauf, deine Entwicklung zu erleben. Aber lass dir diesen Sieg nicht zu Kopf steigen. Trainier fleißig weiter. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Damit wäre die heutige Lektion wohl beendet. Und jetzt lass uns etwas Leckeres zu essen finden. Ah, yay! Ich bin die Trantüte los. Daten. So, buh, aber mittendrin wird der Oberhälste ständig angegriffen. Also beim Oberältesten habe ich gerade 8% dazu gewonnen. Okay, wenn noch 70% fehlen. 70 durch 8 sind so in etwa 9 oder so. Uiuiuiui. Das sind noch so in etwa 10 Kämpfe. Nee, jetzt noch 8 Mal. 7 bis 8 Mal müssen wir noch beim Oberältesten antreten, glaube ich. Wenn ich das mal so überschlage. Majin Buu könnte ich vielleicht mal Essen bringen. Redings. Wohin ich will, ich würde gern zu Buu. Ich hatte so ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Hallo, Buu. Juhu! Oh, hallo! Kommst du zum Spielen? Juhu! Du bist die erste Person, die zu Buus Haus kommt, abgesehen von Mr. Satan. Das macht Buu sehr glücklich. Was willst du spielen? Verstecken? Oder willst du was essen? Hast du was zu erledigen? Kannst du darum nicht spielen? Buu macht ein Haus, aber nur Mr. Satan kommt zum Spielen. Es ist spaßig, wenn Mr. Satan hier ist. Aber Mr. Satan hat Videl und kann nicht lange bleiben. Mr. Satan sieht immer glücklich aus, wenn er von Videl redet. Videl ist wohl mehr als eine Freundin oder so. Buu wünscht dich irgendwie auch mehr als Freundin. Aber bitte nicht mit mir. Familie? Das heißt Familie? Buu will auch eine Familie.
Bu braucht viel Stärke, um eine Familie zu machen. Also muss er sehr, sehr viel essen. Erhöhe die Anzahl der Buß. Da bin ich blöd, oder was? Du siehst anders aus als die anderen. Bu weiß das. Du bist nicht von hier. Ist deine Familie woanders? Ja, Skyrim. Aktuell. Also meine Frau, ne, das ist, dort wird sich Khajiit genannt, wo ich herkomme, nennt man sie Ikimotora. Das ist ein sehr hübsches Mädchen. In etwa so groß wie ich und ein weißes Fell, leichter Grauverlauf, schwarze Streifen, echt wunderhübsch. Die Augen solltest du mal sehen, das ist so ein, ich sag mal, ein Verlauf in Eisblau. Interessiert dich nicht, ich merk schon. Ich habe auch eine Adoptivtochter, die hat allerdings Probleme damit, ihre Kleidung anzubehalten. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe ihr das nicht beigebracht. Ihre Mutter auch nicht. Keine Ahnung. Du bringst Essen? Ist okay, wenn Bu das isst? Klar, hier. Pitaletianische Süßwasserschiffe. Ja, komm hier, nimm den Fisch. Und den Riesenapfel. Und noch mehr Riesenapfel. Und Riesenfleisch. Ja, und Milch. Was, das hat noch nicht gereicht? Juhu! Danke! Bu wird das sofort essen! Nom 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 nom! Fast satt! Das ist noch nicht genug Essen, um eine Familie zu machen! Hast du noch mehr Essen? Nein, gerade nicht. Das schmeckt sehr lecker! Bu ist doch glücklich, wenn du mir mehr bringst! Okay, ich werde sehen, was ich machen kann.